Moin Leute, hier schlau gefragt. Wo bin ich wohl? Genau, bei IKEA. Wo soll ich eigentlich auch sonst sein? Denn ich brauche noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Und da dachte ich mir, dass ich bei IKEA ein bisschen was besorge, um es nachher selber zu machen. Und zwar habe ich schon eine ganz genaue Vorstellung, denn meine Oma und mein Opa wünschen sich eigentlich immer was Selbstgebasteltes. Und da ich im Moment mit der Schule ein bisschen eingespannt war, hatte ich nicht so viel Zeit, was zu machen. Aber jetzt habe ich eine super coole Idee und hier kaufe ich mir dann noch die nötigen Sachen, die ich noch brauche. Einfach so gemacht wie dieses Dings hier. Das ist voll cool. Ist das mit Farbe? Was mit Farbe? Darüber gemacht. Ja, Farbe. Tatsächlich. Oder? Oh, das können wir auch machen. Und die Schuhe gibt es dazu dann, oder wie? Weiß ich nicht. Nein. Das sieht nicht so aus. Kannst du auch selber machen, ist auch nur Farbe alles. Ja, das ist ja voll das cool. Sind die, das, du hast nicht tatsächlich mit Farbe einfach rübergeklickt. Wollen wir das auch machen? Wie wirst du? Müssen wir mal überlegen. Ja. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Das ist bestimmt Nagellack. Das sieht so aus wie Nagellack. Passt aber zu deinen Schuhen, ne? Stell mal hin. Die müssen jetzt runter, also jetzt müssen meine Schuhe drauf. Ja, sieht gut aus, passt. Genau, und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool. Also einfach ab unten in die Kommentare. So, und was will ich jetzt eigentlich machen? Ich habe hier schon eine Tasse in der Hand, denn ich möchte heute mit euch zusammen für meine Oma und meinen Opa Tassen bemalen. Und da habe ich mir echt ein, zwei süße Ideen ausgedacht und so ein bisschen was geguckt, was ich da Schönes drauf machen kann. Das zeige ich euch dann heute. Also, ich habe mich hier jetzt für diese Tassen entschieden. Denn die sind hier so viereckig, weil so eine ganz normale Tasse finde ich ein bisschen langweilig vielleicht. Und mit 2 Euro finde ich das eigentlich echt super gut und günstig, weil die Tasse echt eigentlich total viel hermacht, wie ich finde. Und jetzt gucke ich gleich noch nach einer anderen Farbe, weil ich natürlich nicht das Ganze nur in Weiß haben möchte, sondern vielleicht nochmal irgendwie ein schönes Grau oder ein Rosé. Je nachdem, ich gucke mal, was ich Schönes finde. Das finde ich eigentlich auch schön, dieses Rosé. Mhm. Und wie viel kostet das? Stimmt, das ist tatsächlich so ein nettes Rosé. Oder hier. Aber das ist, was ist das? Ist das grün? Khaki, oder? Khaki, grün nicht irgendwie. Aber ich glaube, ich finde das fröhlicher. In dem Licht kommt das nicht so gut, glaube ich. Ja. 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 Dann kannst du ja die Tasse für Oma nehmen und dann nimmst du eine weiße. Nimmst du zum Beispiel für Opa. Genau. Und wie viel kostet die jetzt? Das ist die... Das ist die mit einer Tasse. Welche ist das denn? Guck mal unten drauf auf die Bestellnummer. 18492. Da steht aber auch kein Name. Ja, nee. Doch. Doch da, ja. Die näher. Auch 2 Euro. Das ist eigentlich wirklich okay, finde ich super. Dann nehme ich die mit für Oma. Und vielleicht mal ja noch ein paar andere Designs. Das heißt, dass ich dann noch mal ein paar andere Sachen, also ich denke noch ganz viel Weiß mitnehmen, oder? Hannes? Das können wir machen, ja. Okay, super. Dann kommt das in die Einkaufstasche. Das heißt, dass wir für dieses Geschenk echt super günstig davon kommen. Und es macht auch wirklich noch was her. Und ich sag mal so, unter 10 Euro seid ihr da dabei. Wenn ihr es noch günstiger haben wollt, dann guckt mal hier oben. Da gibt es die Becher Perlgerick. Ich hoffe, ich spreche es wirklich aus, für 59 Cent. Also das ist dann echt richtig günstig. Dann kommt ihr noch viel günstiger weg. Einmal den, zweimal den in Rosé und zweimal den in Weiß. So, ich bin jetzt wieder zu Hause, hab mal alles hingestellt und wollte euch jetzt einfach ein bisschen was über den Ablauf dieses DIYs erzählen. Und das allererste, was ihr macht, ist es, hier dieses Papier, dieses aufgeklebte Papier von jeder Tasse zu entfernen. Denn nachdem ihr das gemacht habt, geht es natürlich ans Bemalen. Zu den Stiften erzähle ich euch gleich noch was. Aber danach muss die Tasse je nach Stiften
immer 4 bis 5 Stunden trocknen und dann kommt die in den Ofen. Und wenn ihr das Ganze nicht wegmacht, dann fängt es auf einmal an komisch zu riechen, denn dann brennt dieses Papier natürlich, weil es im Ofen ziemlich warm ist. Und jetzt habe ich das einigermaßen wegbekommen, dieses Papier. Und jetzt muss ich es noch einmal bei allen anderen Gästen machen. Hier hatte ich das Ganze schon gemacht und da wir das jetzt einmal fertig haben, kommen wir natürlich ans Anmalen und zu den Porzellanmalstiften. Und ihr müsst immer hier diese kleingedruckte Anleitung stehen. Dort steht nämlich immer, zum Beispiel bei meinem Stift gerade, für Porzellan und Glas, Untergrund muss fett- und staubfrei sein, 4 Stunden trocken lassen, danach in den nicht vorgeheizten Backofen 30 Minuten bei 160 Grad einbrennen. Dann müsst ihr einfach mal gucken, was bei euren Stiften steht. Ich packe euch einfach mal einen Link hier unten in der Infobox zu solchen Porzellanmalstiften rein. Aber ihr könnt auch mal beim Bastelladen um die Ecke fragen, ob die das auch haben. Aber jetzt geht's wirklich ans Malen der Tassen und da habe ich einige coole Ideen für euch. Und so sieht die erste Idee dann aus, wenn wir fertig sind. Und jetzt wollen wir das auch schon machen und als erstes nehmt ihr euch einfach einen Stift, den ihr euch ausgesucht habt, schüttelt den einmal ordentlich und dann drückt ihr einfach mal kurz auf eine Unterlage, die ihr euch auf jeden Fall nehmen solltet, damit der Stift so ein bisschen aktiviert wird quasi. Und das ist er jetzt schon, das heißt, dass wir jetzt Weltbeste schreiben. Und ich habe, glaube ich, sogar noch was Dickeres. Ne, habe ich nicht. Da muss ich das nachher zweimal schreiben. Aber auch ein kleiner Tipp, ihr kriegt die Stifte nicht so gut weg, also irgendwie mit einem normalen Papier. Ihr könnt dann einfach Nagellackentferner nehmen, das eignet sich super. Und jetzt kommt das Oma noch hin. Die Tasse für den Opa, damit er sich nicht benachteiligt fühlt. Und die baue ich dann genauso auf wie die für Oma, nur mit anderen Farben. Ja, das Ganze ist jetzt auf weiß geschrieben. Für die Oma habe ich das auf so einem Rosé gemacht. Es ist schließlich die Oma. Und für den Opa auf so einem Weiß. Ich muss sagen, ich finde das auf dem Weiß ein bisschen schwieriger zu schreiben als hier auf diesem Rosé, weil das Ganze so ein bisschen matt ist und hier halt so glänzend. Aber ich finde, auch wenn man sich jetzt denkt, hätte man das Ganze professionell gemacht, wäre es natürlich auch super perfekt, 100% gewesen. Aber es ist ja eigentlich das, was meine Oma, mein Opa, meine ganze Familie freut sich, wenn man sich einfach 5 Minuten mal genommen hat, ein bisschen Liebe in ein Geschenk gesteckt hat, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben und auch ein bisschen nachgedacht, was könnte ich überhaupt schenken an meine Eltern, an meine Großeltern. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Und jetzt geht's weiter, dass ich Opa schreibe. So, ich glaube, ich nehme mal so ein Blau für den Opa, oder Papa? Du solltest Weltbestär schreiben, ne? Ups. Ich habe jetzt hier die Herzen versucht genau gleich zu machen, denn wir wollen ja mit unserem Geschenk keine Ehekrise verursachen. Ne? Ich meine, wenn das Herz hier anders wäre als bei Oma, ich weiß nicht, wie das Ganze dann ausgehen würde. Auf jeden Fall so denke ich,
passt das Ganze ganz gut und ging auch wirklich ziemlich schnell. Papa, wie lange habe ich so ungefähr für die beiden Tassen zusammen gebraucht? Ich würde mal sagen, ungefähr, 20 Minuten alles in allem. Und das finde ich super, hat man in 20 Minuten für beide Großeltern oder Eltern ein super Geschenk. Wie gefällt es dir denn, Papa? Also ich finde es super, wir haben das Ganze natürlich ein bisschen zusammengeschnitten. Damit es für euch nicht zu langweilig ist, da ewig zuzugucken, haben die wichtigsten Aspekte rausgeholt und euch nochmal in die Kamera präsentiert. Und das ist unser Ergebnis. Genau. Ich bin damit, wie gesagt, zufrieden. Mir gefällt das super gut. Ist zwar vielleicht nicht das allerprofessionellste, aber mit ganz viel Liebe gemacht. Aber jetzt, falls da noch nichts von diesen beiden Designs für euch dabei war, guckt einfach mal bei den anderen Designs weiter. Jetzt kommen nämlich die nächsten. Dann kommen wir zu Design Nummer 3 und ihr werdet das jetzt sehen, wie das Ganze fertig aussieht. Dann sind wir auch schon mit der ersten Reihe unserer Herzchen fertig. Und ich weiß, das sind alles so ein paar Krüppelherzchen, aber es sind Herzchen. Guck mal, jetzt ist mir genau das passiert, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar ist der Stift ausgerutscht, beziehungsweise es kam zu viel Farbe raus. Und da habe ich mir jetzt einfach mal meinen Nagellackentferner geholt und mache den Feder einfach ein bisschen Nagellack hier drauf, wie man das eigentlich vom Nägel ablackieren kennt. Und erstmal den Nagellack zu, damit hier nichts Schlimmes passiert. Und danach einfach ein bisschen auf das E tropfen, beziehungsweise drauf legen, drüber wischen und jetzt muss man noch das hier weg. Man sieht nichts mehr von eurem Fehler. Und was mir jetzt auch gerade eben aufgefallen ist, hier sind noch so ein paar kleine Sprenkel, die mache ich, wenn ich schon dabei bin, auch gleich noch weg. Ja, damit sind auch die Sprenkel weg. Das ist echt ein Wundermittel. Ich habe echt, als mir das erste Mal der Fehler passiert ist, habe ich gedacht, oh Gott, wie kriege ich das wieder weg? Weil ich habe es mit allem ausprobiert und dann bin ich auf den Nagellackentferner gekommen. Da habe ich echt super lange für überlegt, aber es funktioniert wirklich auf alle Fälle. Wirklich mein kleiner Tipp, wenn was schief geht. Und wie ihr seht, alles normal beim E. Man sieht nichts mehr von dem Fehler. Dann kommen wir jetzt zum vierten und letzten DIY und da kann wirklich niemand was falsch machen. Selbst wenn irgendwas verläuft, es bleibt trotzdem ein schönes, kreatives Design. Und wie ihr seht, kann auch jeder, der noch so unbegabt in Kunst ist, ein schönes Design machen. Wir haben jetzt mal den ersten Schritt, das Herz gemacht und mein Vater wollte das unbedingt mal ausprobieren und ich finde, dieses Herz lässt sich eigentlich sehen und das ist sein erstes Mal, wo er das jetzt mit diesen Malstiften probiert hat. Und wie ihr seht, er findet das auch gut, was er da gemacht hat, aber fürs erste Mal sieht das wirklich gut aus. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Ging jetzt super schnell. Ich glaube, ich habe dafür 5 bis 10 Minuten gebraucht. Und wie gesagt, dieses äußere schwarze Herz hat der Papa gemalt und dann auch noch das innere rote Herz. Und wie gesagt, jeder Anfänger kriegt das sogar hin. Und es ist wirklich das DIY, was am schnellsten geht und wo man am wenigsten falsch machen kann. Einfach ein paar Punkte drauf drücken, so viele wie man möchte. Und danach ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Und dieses Herz könnt ihr natürlich auch noch gegen irgendeinen Namen, Mama, Papa, Oma, Opa, Lena, Hanna, wie auch immer austauschen. Und dann kommen wir auch schon zur Videofrage. Mich interessiert nämlich mal, für wen habt ihr dieses Jahr Weihnachtsgeschenke gemacht? Oder wem würdet ihr hier diese Tasse schenken? Schreibt es mal einfach unten in die Kommentare. Ich bin schon ziemlich gespannt, was ihr da so schreibt. We'll be right back.
unsere 4 Stunden Wartezeit sind vorbei und jetzt wandern die Tassen in den Ofen für eine halbe Stunde bei 160 Grad. So, die halbe Stunde Wartezeit ist jetzt vorbei. Wir haben die Tassen schon mal ein bisschen abkühlen lassen und dann kann ich sie, glaube ich, jetzt vorsichtig rausnehmen. Aber ich nehme zur Sicherheit lieber nochmal meinen Pulli. Und damit haben wir eigentlich den letzten Schritt auch geschafft. Alles schön wieder ausmachen, damit Mama nicht meckert. So, das sind sie auch schon, meine 4 Weihnachtsgeschenke. Wenn man sie macht, gehen sie super schnell und in den 4 Stunden, in denen man wartet, dass das Ganze nochmal ein bisschen trocknet, da könnt ihr super ein paar Weihnachtsvorbereitungen treffen oder ganz einfach meine Videos gucken. Da freue ich mich auch sehr. Aber ich finde das wirklich super schöne Geschenke. Kann man super verschenken. Eigentlich auch nicht nur zu Weihnachten, sondern zu Ostern, Vatertag, Muttertag, wie auch immer. Wie gesagt, es ist mit Liebe gemacht. Nicht ganz 100% perfekt, aber ich denke, es kommt einfach auf die Geste drauf an. Und mich würde es freuen, wenn ihr vielleicht mal eine der Ideen nachmacht und mich dann einfach auf Instagram taggt oder markiert und das Ganze einfach hochladet, was ihr gemacht habt. Denn mich interessiert total, wie ihr meine Ideen umgesetzt habt. Und dann gebe ich natürlich auch den Bildern, den ich sehe, ein Herzchen. Und Leute, ich freue mich schon so total auf morgen. Nicht nur, dass morgen Weihnachten ist, da freue ich mich natürlich auch drauf. Aber morgen kommt ein total cooles Video online mit meinem Opa und da gibt es eine Verlosung. Ich freue mich richtig, richtig darauf und ich freue mich, wenn ihr dann auch morgen wieder einschaltet. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn du wieder schlau gefragt einschaltest.